Firmas hier in Bochum. Ja, viel ist hier jetzt nicht so. Drei, so gesehen, mit Großfahrgeschäfte. Und ja, so gesehen, wenn man den Autoscooter da mitzählt, sonst steht hier nämlich der Halligalli vom Vollmer. Das ist so gesehen eigentlich mit das Highlight hier auf dem Platz. Und dann als Musikexpress steht noch der Dings hier, der Power Express von Welte. Ja, und wie gesagt, ein alten Autoscooter. Ich weiß jetzt aber nicht gerade welcher Autoscooter, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ja, und dann mal gucken, was wir noch machen. Bis wieder. Gerade eine Runde den Halligalli von Vollmer gefahren. Ja, und jetzt gehen wir weiter hier vorne um die Ecke, kommt sofort gleich der Autoscooter. Ja, und dann auf der Ecke, also so gesehen, wenn man so quer über den Platz gehen würde, stehen immer so gesehen an den beiden Seiten einmal der Halligalli und der Power Express von Welte. Ja, und dann mal gucken. Bis später. Yeah.
drauf. Ich würde mal sagen, ich melde mich ab. Wir sind auf dem Parkplatz, weil ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Wenn ich euch mal das Ding zeigen würde, also unsere Wetter-App, dann wisstet ihr, warum. Es kommt ein großes Gewitter auf uns zu. Ja, das ist halt auch der Tag jetzt. Dings war halt ziemlich, so gesehen, wohl der mit auch der wärmste Tag des Jahres heute. Ja, und das wird wohl sich gleich wärmen. Also da wird ordentlich was runterkommen. Auch in der App, wenn man euch das zeigen würde. Ja, aber wir sind auch hier durch. Hier stand der Halligalli von Vollmer und der Power Express von Welte und ein Autoscooter. Das sind drei Großfahrgeschäfte. Ja, ein kleiner Kettenflieger stand hier auch noch. Ja, so gesehen, das Highlight war halt der Halligalli von Vollmer, weil man den nicht so oft sieht oder fast nur auf diesem Platz. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch das ganze Video heute gefallen hat, drückt mir gerne das Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, bis zum nächsten Mal und tschüssi!